Heute beim elektrischen Reporter: bewegte Bilder, eine Drohung und Vergesslichkeit. Elektrischer Reporter. Wer soll denn das alles ansehen? Fragen Kulturpessimisten gerne kopfschüttelnd angesichts der Massen von Videos, die sekündlich ihren Weg ins Web finden. Mit der gleichen Logik könnte man natürlich auch fragen, wer denn all die Menschen auf diesem Planeten kennenlernen soll, wer an all diesen Blumen riechen soll, die auf all diesen Wiesen herumstehen, oder wer denn all diese Länder, Städte und Orte besuchen soll, die allesamt die Frechheit besitzen, in geradezu rücksichtslos großer Zahl zu existieren. Der entscheidende Unterschied: dass es sehr, sehr viele Städte, Länder, Orte, Wiesen, Blumen und Menschen gibt, daran haben wir uns alle gewöhnt. Die Vielzahl der bewegten Bilder im Web ist hingegen vielen Menschen neu. Wenn diese Menschen dann versuchen, das Neue zu begreifen, indem sie einen alten Maßstab anlegen, dann kann das nicht gut gehen. Wir versuchen uns deshalb in einem neuen Blick auf das Neue. Der Fernseher galt lange als das Fenster zur Welt. Die Glotze im Wohnzimmer ermöglichte den Menschen den Blick nach draußen. Heute blicken wir in die Bildschirme unserer Computer und Smartphones und holen uns die Realität aus dem Internet. Der Unterschied: diese Videorealität gestalten wir zunehmend selbst. Die Welt ist voller kleiner Ego-Sender, die mit ihren Videokameras das Netz mit Bildern fluten. Pro Minute werden allein auf YouTube 48 Stunden neues Material ins Netz geladen. Wer soll das alles sehen? Früher hat man gesagt, cogito ergo sum, ich denke, der Herr bin ich. Im Zeitalter der visuellen Dominanz weiß jeder, video ergo sum, ich sehe und werde gesehen, daher bin ich. Der Kulturwissenschaftler interpretiert verwackelte Webvideos als persönliche Existenzbeweise. Schon das erste YouTube-Video überhaupt, Me at the Zoo, von YouTube-Gründer Javed Karim, hatte nur eine simple Botschaft. Hey Leute, seht her, ich war im Zoo. Und was dann geschieht, ist eigentlich das Interessante, denn dann bekommt es eine Eigendynamik. Denn er filmt das ja nicht für ein großes Publikum. Er will ja keine Millionen damit erreichen, sondern seinen Social Graph, sein Netzwerk. Wenn Filme wie Me at the Zoo trotzdem ein Millionenpublikum erreichen, liegt es daran, dass sie sich wie von selbst verbreiten. Manche bekommen im Nachhinein sogar eine besondere Bedeutung. Die Videos, die Besucher der Love Parade 2010 machten, lieferten wichtige Hinweise auf den Ursprung der Massenpanik. Sam Gregory mit seiner Organisation Witness.org setzt auf spezielle Dokumentation. Er animiert Privatpersonen, Menschenrechtsverletzungen per Video festzuhalten. Now there's the ability to capture thousands of. Es gibt tausende Privatvideos, die Polizeiübergriffe oder andere Verbrechen zeigen. Die Kameras in den Händen des Volkes ist ein mächtiges Medium. Wir nennen das den kleinen Bruder. Früher hat uns die Regierung beobachtet. Nun schauen wir zurück und melden eventuelle Verfehlungen. Menschen beginnen, die Angst vor dem kühlen Blick der staatlichen Überwachungskameras zu verlieren und drehen den Spieß einfach um. Diese Antwort des Bürgers auf den Überwachungsstaat ist jedoch nicht ungefährlich. Es gibt zwei Arten von Risiko. Eines für den, der filmt. Besonders gefährdet aber ist der Gefilmte. Die Menschen müssen verstehen, dass sich Bilder, sobald sie im Netz landen, rasend schnell verbreiten und dort auch bleiben. Dein Gesicht ist dann in der Welt. Das betrifft den Demo-Teilnehmer in New York ebenso wie einen Regierungskritiker in Burma. Millionen Menschen können dich sehen, auch die lokale Polizei. Im Netz stehen Videos von Augenzeugen gleich neben den privaten Botschaften an die Freunde. Welche Aussage ein Video hat, erschließt sich wie im Fall der Love Parade oft erst aus dem Kontext. Bewegte Bilder sind zum universellen Mittel der Kommunikation geworden. Die Frage, wer das alles sehen soll, stellt sich nicht mehr. Man muss sich Sisyphos als einen Menschen vorstellen, der alle Videos auf YouTube schauen will. Unser nächstes Thema. Die Grenze zwischen Kritik und Beleidigung war schon immer eine dünne. Das ist eine der ersten Lektionen, die jeder lernt, der seine Meinung ins Internet schreibt. Und bisweilen macht der Meinung ins Internet Schreibende nicht nur Bekanntschaft mit Kritik und Beleidigungen, sondern sogar mit Drohungen. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte.
Mein Name ist Ines, ich bin 21, seit ungefähr 2 Jahren auf Twitter als Ines-Mädchen aktiv. Da schreibe ich sehr viel über private Dinge, aber auch schon mal einen Link zu Themen, die mich interessieren. Bis vor einem halben Jahr circa habe ich auch noch Gastbeiträge auf diversen Blogs veröffentlicht. Ich habe dann auch eine Zeit lang für amypink.com geschrieben. Das ist so ein popkulturelles Online-Magazin, war da aber auch eher für die kritischeren Themen zuständig. Das war alles zu einer Zeit, in der gerade das Thema erhöhte Terrorgefahr durch die Medien gegangen ist und ganz speziell auch die Vorratsdatenspeicherung. Und mich hat das schon alles recht beunruhigt. Deswegen habe ich dann angefangen, auch selber darüber zu schreiben und das Ganze in einem Blogartikel eben dann dort auf dieser Seite amypink veröffentlicht und über Twitter publiziert. Die Reaktionen auf den Artikel kamen eigentlich ziemlich unmittelbar, nachdem ich das Ganze auf Twitter gepostet habe. Viele Leute haben sehr positiv reagiert, aber es gab auch viele Leute, die das sehr negativ gesehen haben. Es gab Stimmen, die meinten, ich sei kein kleines, 20-jähriges, unschuldiges Mädchen, sondern ein ganz gefährliches Instrument und man müsste aufpassen, was man glaubt. Und das ging dann eben bis hin zu diesen E-Mails, in denen ich ziemlich heftig beschimpft wurde. Ich sei es nicht wert, eine Deutsche zu sein und ganz seltsame Sachen. Und es waren auch 2 Morddrohungen dabei, die ich nicht wirklich ernst genommen habe, aber man fängt dann schon langsam an, sich Gedanken zu machen. Ich habe dann auch Screenshots von den Mails gemacht und getwittert, woraufhin die Reaktionen schon stark zurückgegangen sind. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch, weil die Leute nicht unbedingt mehr damit in Verbindung gebracht werden wollten. Mein eigenes Verhalten hat es schon dahingehend beeinflusst, dass ich mir viel mehr Gedanken darüber mache, was ich publiziere, sowohl in Blogs als auch auf Twitter, gerade bei so polarisierenden Themen. Und ich bin auf jeden Fall um einiges vorsichtiger geworden. Viele benehmen sich im Web eben wie in einer Eckkneipe und übersehen dabei einen entscheidenden Unterschied. Das alkoholgeschwängerte Thekengeschimpfe ist in der Kneipe flüchtig, im Web bleibt es hingegen stehen. Und es ist oft nur äußerst schwierig, wieder aus der Welt zu bekommen. So mancher wünscht sich deshalb ein vergessliches Netz. Wie es aussehen könnte, wenn das Web das Vergessen lernt, das haben wir uns für Sie einmal vorgestellt. Das Netz vergisst nicht, sagt der Volksmund, aber das stimmt nicht. Firmen gehen pleite, Hobbyprojekte werden eingestellt, Serverplatten gehen kaputt, Website-Umstrukturierungen lassen tausende Links ins Leere laufen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind gesetzlich verpflichtet, ihre Angebote nach einiger Zeit wieder vom Netz zu nehmen. Und jüngst fabulierten einige Politiker sogar von einem digitalen Radiergummi, das Daten aus dem Netz tilgen können soll. Wie könnte es übermorgen weitergehen mit der Vergesslichkeit des Netzes? Es sind Partyfotos junger Leute, wie es sie zu Tausenden in sozialen Netzwerken wie Facebook oder StudiVZ gibt. Auf ihnen wird getrunken, geknutscht und es ist viel Haut zu sehen. Doch als 2012 ein Unbekannter diese Bilder aus einer geschlossenen Facebook-Gruppe herauskopiert und verbreitet, kosten sie eine Auszubildende in einem katholischen Krankenhaus den Job. Die Boulevardpresse bringt die Geschichte unter dem Titel Jobkiller Facebook groß heraus und kocht sie Tag für Tag wieder auf. Die Politik reagiert auf die aufgeheizte Stimmung. Der Nutzer muss die Herrschaft über seine Daten haben. Darüber, ob etwas über ihn veröffentlicht wird oder nicht. Facebook ist hier ganz klar in der Pflicht. Da sind wir uns mit allen europäischen Partnerländern einig. Die Politik will hier wieder mal den Boten für die Nachricht bestrafen. Facebook hat aber mit diesem Vorfall überhaupt nicht viel zu tun. Digitale Informationen, und dazu gehören auch Fotos, lassen sich beliebig kopieren und weiterverbreiten. Der Gesetzgeber kann sich da auf den Kopf stellen. Und selbst das würde nicht viel helfen.
Die Politik lässt sich nicht beirren. Anfang 2013 verständigt sich die Europäische Union mit Facebook und den anderen führenden sozialen Netzwerken darauf, jedem Nutzer das Recht zu geben, jedes Bild, jedes Video und jede Äußerung, in dem er erwähnt wird, mit einem Klick zu löschen. Auch in den USA wird diese Regelung begrüßt. Schon länger hatte dort die religiöse Rechte solch eine Funktion gefordert. Ihr Argument: Gott schenkte den Menschen das Vergessen. Das soll der Mensch nicht ändern. Schon kurze Zeit später gleichen Facebook und Twitter Büchern, aus denen Seiten herausgerissen wurden. Öffentliche Konversationen nachzulesen ist kaum noch lückenlos möglich. Im März 2014 gibt das Oberlandesgericht Hamburg der Klage von gegen Spiegel Online und Zeit.de statt. Der 54-Jährige war vor 16 Jahren wegen Mordes verurteilt worden und stört sich nun daran, dass sein Name im Zusammenhang mit dem damaligen Prozess in den Nachrichtenarchiven zu finden ist. Die Richter urteilen, dass das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen stets höher einzuschätzen sei als das Informationsbedürfnis der Allgemeinheit. Die Newsbranche fürchtet eine Klagewelle. In der Folge einigen sich die Betreiber der deutschen Nachrichtenportale untereinander darauf, personenbezogene Nachrichten spätestens nach 3 Monaten aus dem Netz zu nehmen. Die Archive werden geschlossen. Das Hamburger Urteil verändert das deutsche Web grundlegend. Wer immer sich beleidigt fühlt, sich über die Beurteilung seines Geschäfts ärgert oder seinen Namen einfach nicht im Internet lesen will, kann vom jeweiligen Publizisten die Löschung des Artikels verlangen. Zwar sind ausländische Anbieter nicht betroffen, die großen Suchmaschinen erklären sich jedoch auf Druck der Bundesregierung bereit, entsprechende Seiten auf Wunsch aus ihrem Index zu entfernen. Schon bald sind große Teile des Web aus Deutschland nicht mehr auffindbar. . 2015 entsteht ein neues Berufsbild in Deutschland. Die sogenannten Oblivion Manager säubern im Auftrag ihrer Kunden das Netz von unliebsamen Einträgen. Viele Auftraggeber sind Politiker, die von ihren alten Positionen und Versprechen nichts mehr wissen wollen. Doch der Erfolg der Vergessensmanager ist nur von kurzer Dauer. Schon ein Jahr später übernehmen Webdienste automatisiert diese Aufgabe. Diese Programme, sarkastisch Löschbolzen genannt, leisten ganze Arbeit. Das deutsche Web wird immer löchriger. Und betroffen von den Massenlöschungen sind nicht nur Texte. Kurz gesagt, wir bei Forget My Face tilgen Bilder und Videos aus dem Web. Das Einzige, was man dazu tun muss, ist ein Porträtfoto hochladen. Der Rest passiert dann automatisch. Unsere Hochleistungsserver durchsuchen dann Millionen von Mediendateien im Web. Auf YouTube, Facebook, Flickr, Picasa. Und sollte man fündig geworden sein, werden sofort Löschaufträge versendet. Sowas wie damals mit diesem Krankenschwester-Lehrmädchen passiert ist, sowas kann dank unserer Arbeit dann nicht mehr passieren. Ich mache Landschafts- und Architekturaufnahmen. Das ist mein Beruf. Doch seit es Forget My Face gibt, weiß ich langsam nicht mehr, wie ich meine Miete bezahlen soll. Ich musste fast meine gesamten Fotos aus dem Netz nehmen, weil diese Software irgendwelche Personen erkannt hat, die zufällig auf den Aufnahmen drauf waren. Das deutsche Web im Jahr 2017 hat nicht nur das Vergessen gelernt, es leidet unter fortschreitender Amnesie, unter wachsendem Gedächtnisschwund. Zeitgeschichtliche Archive, Fotosammlungen, Restaurantkritiken oder politische Kommentare, nichts ist vor dem Zwangsvergessen sicher. Eine Boulevard-News-Site bringt im Jahr 2018 eine empörte Geschichte heraus. Der Titel lautet: Löschbolzen nahmen mir meine Urlaubsfotos. Es ist die gleiche Publikation, die sich 6 Jahre zuvor über gefährliche Partyfotos auf Facebook aufgeregt hatte. Im Januar dieses Jahres präsentierte Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner der Öffentlichkeit den sogenannten digitalen Radiergummi. Eine Technik, die es ermöglichen sollte, Fotos im Web mit einem Verfallsdatum zu versehen. Vom Fachpublikum erntete sie dafür hauptsächlich Spott und Hohn. Mittlerweile ist von dem Projekt keine Rede mehr. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.